Komm, du machst das Intro. Nein, ich bin der falsche dafür. Aber wenn der Philipp im Bild ist, dann heißt das, wir sind bei was für einer Veranstaltung? Bei Mercedes. Bei Mercedes, guck mal. Der Fabian hat auch keine Lust zu vloggen. Ich glaube, was seid ihr denn alle heute so kamerascheu? Ich glaube, ich kann die Kamera nehmen und kann nicht filmen. Aber ich filme doch euch beide gerade so gut, da habe ich direkt zwei im Bild. Nerve ich dich mit meiner Vlogging-Cam? Nein! Du findest das gut, wenn ich das mache. Ah, schon wieder ein Telefonat hier. Ja, und mit diesen lieben Worten, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bzw. wir sind heute in Amsterdam und ihr hattet schon gehört bei Mercedes. Beziehungsweise diesmal nicht so das klassische Mercedes, das ihr kennt von mir, von uns, sondern heute mal die Sprinter, also mehr die Nutzfahrzeugecke. Ich bin ganz gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es wird. Das Wetter ist super schön. Es waren 14 Grad und ja, mäßige Sonne angesagt. Und jetzt scheint die Sonne. Darüber freue ich mich schon mal. Ich kann so rumlaufen ohne Jacke. Darüber freue ich mich auch. Wir haben auf der Autobahn den Thomas hinter uns gehabt und haben ihn tatsächlich verloren, beziehungsweise erst plötzlich abgebogen nach Bocholt. Kommt jemand von euch aus Bocholt? Warum biegt man da ab? Und jetzt warten wir auf ihn noch. Beziehungsweise gleich geht die Pressekonferenz hier los und dann schauen wir mal, wie der Tag so wird, oder? So. PK ist rum. Nein, die erste PK ist rum. Kurzes Briefing. Ich habe mir ein fancy Coffee to go. Seht ihr auch, was wir heute testen, aber habe ich schon gesagt. Dann wird Sprint auf der Straße. Eigentlich wollte ich nur kurz meinen Kaffee abstellen, aber Fabi, ich finde das witzig, dass ich nicht ins Auto reinkomme. Elegant schaffe ich das nicht. Das ist doch eine Trittstufe. Ja. Ja, kann man machen. Mit hohen Schuhen. Guck mal, da kannst du eine Schlafkabine noch da oben reinmachen. Und der Coffee to go hat sich mal wieder als nötig erwiesen, denn so kann ich euch am besten filmen. Ist das spannend oder ist das spannend? Jetzt habe ich vorne die Wahl, ob ich mich nah an Fabian ransitze oder, wenn er gemein ist, rüber wechsle. Ich finde es sehr cool, dass wir jetzt auch mal so ein Fahrzeug unter die Lupe nehmen. Ich glaube, Fabian auch. Da unten. Weil, warum finde ich das cool? Nicht nur, weil wir jetzt unsere Palette damit ein bisschen erweitern, sondern jeder von uns hat im Leben sicherlich, zumindest ab einem gewissen Alter, schon mal so ein Fahrzeug benötigt. Richtig? Korrekto. Bei mir schon mehrmals. Meine Eltern haben großes Haus, großen Garten. Dementsprechend haben wir sowas schon öfter gebraucht, wenn wir wieder so spontane Baumkäufe und sowas angestanden haben. Aber auch zum Beispiel ganz klassisch beim Umzug. Mir fällt gerade ein, in so vielen Unternehmen braucht man so ein Fahrzeug, ne? Nicht nur hier so Handel im großen Sinne, sondern ja, natürlich auch Passagiere transportieren, Kurierdienste, klar. Aber halt auch, und das ist der Punkt, in ganz vielen anderen Berufen. Gibt es Sprinter-Leichenwagen? Naja, du kannst es ausrechnen. Es gibt 1700 Variationen von dem Auto. Du kannst ausrechnen, wie viele verschiedene Berufe es gibt, die das Auto brauchen können. Der Fabian klärt hier nochmal die Lage und wie wir hier jetzt noch drehen können, weil wir wollen hier bleiben. Huch, huch. Das war elegant. Die Stufe nicht gekriegt. Huch. Wespe. Huch. Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns Autoforie-Leuten gehen. Wie geht das Lied weiter? Der andere viel cooler mit den Tulpen hinten drin. Die Tulpen, hältst du das Tulpenmobil? Was ist da nebenan? Was haben die? Ein Stahlkorb voll Zeugs. Stahlkorb ist da das Motto. Was ist da hinten das Motto? Ah, elektrisch. Und? Es ist die klassische Variante, Kinder. Das ist doch auch mal cool. Schaut mal, ich zeig euch das mal. Also wenn man hier nicht mehrere Personen entspannt transportieren kann, dann weiß ich auch nicht. Wie Kitty sitzt. Schaut. Super. Ja? Wie ist? Der Hammer. Voll viel Platz zwischen uns. Der Fabi war gemein, da wollte ich lieber von ihm wegsitzen als neben ihm. Psst. Die Polizei in den Niederlanden fährt auch Sprinter. In 2 Kilometern und noch eine. Rechts fahren. Ist das nicht ein Zufall? Sprinter, das Weltauto. Aber die Polizei abzufilmen, habe ich mich nicht getraut.
haben gerade gegessen in diesem süßen Lokal hier direkt am Wasser. Wobei, was ist in Holland eigentlich nicht direkt am Wasser? Wenig. Und es ist sehr hübsch gemacht hier, finde ich alles. Ich will es euch jetzt nicht zeigen, weil ich die anderen Leute hier nicht gefragt habe. Das Bild nehmen möchte, sind nämlich nicht mehr so viele hier. Wir hatten uns ja ein bisschen ausgeklinkt und noch gefilmt und dadurch hingen wir jetzt so ein bisschen im Zeitplan hinterher. Aber jetzt filmen wir hier auf dem Parkplatz noch ein bisschen was und dann genau, geht's nach Rotterdam. So, wir sind gerade in Leiden und dann geht's nach Rotterdam. Wir sitzen die ganze Zeit unter einer Windmühle bzw. in einem Windmühlengebäude und ich check's nicht. Da ist übrigens Team Autogefühl. Die machen direkte Monte den Vergleich. Man kann Mercedes übrigens ärgern, beziehungsweise es ist sehr witzig. Wir machen es einfach mal, okay? Mal schauen, was sie diesmal sagt. Sie sagt immer was anderes. Hey Mercedes, du bist doof. Oh, das tut mir leid. Oh. Aber sie macht immer hinterher Musik an, warum auch immer. Sie mag Musik. Hey Mercedes! Was möchten Sie tun? Ich liebe dich! Sie sind auch nicht übel. Das war süß, ne? Hey Mercedes! Ja, bitte. Willst du mich heiraten? Ich mag Ausflüge. Was? Das ist auch eine Antwort darauf. Sie mag wohl nur Ausflüge. Ich will nichts Festes? Ich will nichts Festes. Erzähle einen Witz. Sorry, aber deutsche Ingenieure sind nicht für ihren Humor bekannt. Willst du mich heiraten? Telefon ist nicht verfügbar. Frag sie doch was anderes, wenn sie darauf nicht antworten. Ja, warte doch vorhin. Ja, sie möchte dich jetzt halt einfach nicht heiraten. Mensch. Versteh doch einfach mal, die sagt jetzt durch die Blume, sie hat keinen Bock. Muss man halt auch mal akzeptieren, wenn die nicht will, dann will die halt nicht. Ne? Aber ich will die heiraten. Ja, aber sie will dich nicht heiraten. Ich habe ein ganz süßes kleines Zimmer und das hier ist mein Ausblick. Da ist keine Wand, es ist einfach pures Fenster und es klopft. Es klopft, es klopft. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Roomservice. Roomservice, was kriegst du denn? Nix. Nix, ne? Guten Morgen, ein neuer Tag ist angebrochen und ich wollte euch mal, bevor wir loslegen, etwas zeigen. Von meinem Zimmer aus kann man nämlich diese Menschenmenge / Tischmenge sehen und hier auch. Das geht einmal komplett ums Hotel rum und wir haben gestern gehört, entweder ist es der größte Flohmarkt Amsterdams oder der Niederlande oder aber es ist sogar einer der größten Flohmärkte Europas. Das wurde gestern irgendwie beides fallen gelassen. Von daher keine Ahnung, was jetzt stimmt. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass es mega groß ist. Ihr seht ja jetzt nur einen kleinen Ausschnitt, einen kleinen Teil. Das geht ja einmal noch komplett rum. So, und das ist das Exemplar, was wir heute fahren.
Mit wie vielen Plätzen? Zählt da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9. Ja, also 7, 9. Guck doch mal. Alles dunkel hier. Ist ja edel. Die Kollegen sind auch schon fleißig. Wenn man vom Sprinter aus eine sehr niedrig angebrachte Klingel drücken muss. Ich musste heute nicht moderieren, das hat Fabi heute alles gemacht und der filmt jetzt gerade hier noch so ein bisschen ab und dann dürften wir theoretisch durch sein. Ihr seht schon, wir sind raus aus dem Sprinter, bewegen uns aber trotzdem fort, nämlich nach Hause. Zurück. Zurück. Wir sind durch, schwer um 12 Uhr, sind sehr zackig fertig geworden. Autogefühl hat uns allerdings geschlagen. Die waren noch schneller fertig. Die waren noch früher wie ich. Und haben jetzt tatsächlich, Leute, ein halbes Wochenende. Nächste Woche haben wir kein Wochenende. Sorry, no, sorry. Das klassische Wochenende, es ist ja nicht so, als ob wir nicht andere Freitage uns nehmen würden, aber das klassische Wochenende fühlt sich schon irgendwie nochmal so ein Ticken besser an, ne? Wenn alle frei haben, dass du dann sagen kannst, ich bin auch frei. Bitch, please. Und wir hoffen, wir sehen uns alle bald wieder. Ja? Auch die Mercedes-Benz-Leute, aber auch euch im nächsten Vlog oder am besten direkt im nächsten Video. Ihr wisst übrigens, falls ihr uns abonniert habt oder das jetzt tun wollt und die kleine Glocke rechts daneben gedrückt hat, dass die mittlerweile verschiedene Funktionen hat, also verschiedene Benachrichtigungsmöglichkeiten und dass YouTube ja momentan eh so auf wir wissen besser, was du möchtest, als du selbst ist. Nennen wir es mal so. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Die Vorstufe von dem Buch von dem Habt ihr Quality Land von Marc-Uwe Kling gelesen, dann wisst ihr jetzt was extrem, YouTube was gerade, wir meinen. Was YouTube gerade abzieht. Genau, und ja, gibt es übrigens auch als Hörbuch. So, mal nebenbei gesagt. Ist aber keine Werbung, muss man heutzutage auch sagen. Ne? Haben wir selbst bezahlt und selber angehört. So. Wurde uns nicht ins Ohr geflüstert. So, und da könnt ihr dann bei der kleinen Glocke halt auch nochmal auswählen und es kann aber trotzdem sein, dass ihr keine Videos von uns seht. Also wenn ihr Interesse an uns habt, an unserem Format, an den Vlogs, aber auch an den Reviews und die News etc. pp., dann empfehle ich euch jetzt ganz persönlich einfach mal zwischendurch bei uns auf den Channel zu klicken. So, und dann findet ihr da vielleicht unter Videos was Neues. Ne? In der Regel von Donnerstag bis Sonntag, richtig? Nee, Moment. Von Sonntag bis Donnerstag. Ja, genau. So. Von Sonntag bis Donnerstag in der Regel jeden Tag ein neues Video. Also, da lohnt es sich auch einfach mal so drauf zu klicken und nicht auf die kleine Anzeige zu warten. So, Freunde. Jetzt habe ich euch aber groß nochmal aufgeklärt. Ernste Worte zum Schluss. Ich wünsche euch, wann immer ihr dieses Video seht, ihr seht es ja in der Regel immer einige Wochen später, einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Schönes Wochenende, was auch immer. Sucht euch was aus. Hoffentlich bis bald.